So ein Glück. Im Gutsein bin ich nämlich richtig gut. Aber für dich ist das bestimmt ein Problem. Ja, das wird mir sicher schwerfallen. Na warte, du mieser, minderwertiger, miserabler, missratener, mistiger Mutant. Hey, ich schau mir gerade Mutanten-Max an. Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Foxtrott? Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tscha, tscha, tscha. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich sehe nichts. Tscha, 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 tscha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen. Oh, aber wenn Sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Treppe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen. Und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Was? Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhabe? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. It's so easy being me. I'm Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf,
auf, Bert. Oh, Andi ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, krieg ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitsch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert, du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort. Ehrlich? Hä? Was? Oh. Wo denn? Hä? Lasst mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch, jetzt ist er auf der Seite. Schnell rüber! Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe ihn nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt? Morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andi. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und der ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Uah! Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo ein ertrinkender Angsthase drauf ist. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst. Und du steigst erst aus dem Wasser, wenn du das Seepferdabzeichen schaffst. It's so easy being me. I'm Henry. Ich auch, wenn
es nicht zu gruselig wird. Das wird die beste Party, die ihr je gesehen habt. Oh. Na gut, ich komm. Nur um zu sehen, ob die Party wirklich so toll ist. Ja, ich auch. Ich auch. Ich komm auch. Gib mir eine Einladung. Wo geht's denn los? Da bin ich aber echt gespannt. Und dann bahnen sich die Ameisen mit größter Sorgfalt ihren Weg durch die Erde, um ihr Nest zu bauen. Henry! Henrys beste Party aller Zeiten. Punkt 1. Essen. Chips, Burger und jede Menge Pommes. Karottenstangen. Lecker. Erdnussbutterbrote und Apfelsaft. Punkt 2. Ein Besuch im Laser-Sepp. Wir fahren in Stretch-Limousinen vor. Nein, keine Limos, das ist viel zu teuer. Ein Bus ist aber viel besser für die Umwelt als Limousinen. Kann dir doch egal sein. Du bist nicht eingeladen. Henry, Peter ist dein Bruder. Natürlich ist er eingeladen. Aber er wird mir alles verderben. Hilfe! Sei nicht so gemein, Henry. Kein Peter, keine Party. Na gut, aber weh, du vermasselst mir das, du Zwerg. Ja. Das Geburtstagskind heißt Henry. Henry, sag mal, als ihr an Berts Geburtstag im Lasersepp wart, hast du da alle Laser kaputt gemacht? Nein. Und Schleim in alle Raumanzüge geschmiert? Nein. Und was war mit dem Kleber in den Moonboots? Ja, das war super. Das war ich nicht. Tja, du hast Hausverbot im Lasersepp. Das bedeutet, wir müssen die Party hier machen. Nein, ich will aber zu Lasersepp. Ich habe allen versprochen, dass es ganz toll wird. Keine Sorge, ich kenne viele tolle Spiele. Beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll? Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Bäh! Henry! Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry. Ja, los, gib schon weiter, Henry. Komm schon, Henry, gib es weiter. Ist ja gut. Fang, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. It's so easy being me. I'm Henry. Na schön, Henry. Ich schlag dir was vor.
Du kommst mit, benimmst dich und isst alles, was auf deinem Teller ist. Und dann bekommst du 2 Euro. 2 Euro? Und dafür muss ich mir nur ein paar Gabeln ekelhaftes Essen reinschaufeln? Normalerweise muss ich das umsonst machen. Wie wär's mit 3 Euro? Treib's nicht zu weit, Henry. Na gut, abgemacht. Und was bekomme ich fürs Bravsein? Wer brav ist, belohnt sich selbst, mein kleiner Liebling. Hm? Es ist sehr nett von Tante Ruth, uns zum Abendessen ins Restaurant Très Chic einzuladen. Ist bestimmt nicht so gut wie Whopper Whoopi. Da gibt's was Ordentliches. Und euer Cousin Achim wird auch kommen, Jungs. Oh nein! Nicht der affige Achim! Achim ist mein Lieblingscousin. Wo soll ich parken? Wir parken für Sie, es sei denn, Sie wären der Chauffeur. Meine Lieben! Tante Ruth, wie schön, dass wir... Ein neuer Wagen, Ruth? Ich bin nicht sicher, Schätzchen. Unsere Limousinen sehen für mich alle gleich aus. Was für ein Modell ist denn euer Wagen, Henry? Rostlaube 2000? Besten Dank. Oh, seht euch das an. Ja, ist das nicht fabelhaft? Ein wahres Kunstwerk und ganz aus Eis. Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst, Henry. Ich bekomme 2 Euro, wenn ich alles auf meinem Teller aufesse. Und ich bekomme gar nichts, denn wer brav ist, hat sich selbst belohnt. Hä? Klappe, du Zwerg! Ich dachte, der Laden heißt Très Chic. Unter Chic stelle ich mir aber was anderes vor. Schrei hier doch nicht so. Ich kann schreien, wo und wann ich will, Brunhilde. Das wäre ja noch schöner. Mutti. Wow, ich wusste gar nicht, dass Lehrerinnen Mütter haben. Also, wonach wäre euch denn? Ich empfehle Le Haut de Cochon avec les Jeux du Mouton. Ach, gibt's hier nichts, was man versteht? Das ist ein französisches Restaurant, Blödian. Bestell du für mich, Tante Ruth. Ich esse alles gern. Ja, vielleicht sollte Tante Ruth für uns alle bestellen. Sehr gute Idee. Kommt nicht in Frage. Ich muss alles auf meinem Teller aufessen, also bestelle ich selbst. Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem Stinkfuhren im Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, what? Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. Zwei Euro, Henry, 2 Euro. Gar nicht übel. Eigentlich ein Kaugummi. Probier mal, Achim. Die sind ja so was von lecker. Brunhilde, hör auf zu schlürfen. Ja, Mutti. Und isst das Gemüse ja mit. Ja, Mutti. Henry. Guten Abend, Frau Streitaxt. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Abendessen.